So, willkommen zurück bei Residenz Zwiebel 8. Zwiebeldorf. Zwiebeldorf, Zwiebelritter. Dann brechen wir auf in Richtung des Schlosses. Ey, diese Pixel, das ist furchtbar. Irgendwas ist hier ganz, ganz falsch. Habe ich das schon mal gesagt? Dinge, die gelb sind, mit denen kann man interagieren. Wahrscheinlich. Irgendwie. Oder so. Hallöle. Jetzt mal den Weinvorrat hier kaputt machen. Well, well. Didn't think anyone was left. You must be pretty tough. Huh. Who the fuck are you? Oh, you're not local. Even better. Mother Miranda is gonna love you. Magneto, ja. Ich hab mich einfach zugebaut, der Penner. Wait, you're whining. We're almost there. The man is of no real use to anyone else, and my daughters do so love entertaining foreigners. Furthermore, I can assure you, if you entrust the mortal to House Dimitrescu, my daughters and I shall deliver to you the finest. Way ugly! I want to see. He's awake! Both of you, shut the fuck up! What? Where? You mean you'll screw around with him in private? And where's the fun in that? Give him to me, and I'll put on a show that everybody can enjoy. Ugh, so gauche. What do we care for bread and circuses? The man thing's suffering is assured. Yak, yak, as a man's dick is cut off in the castle, blah, blah, blah. I've heard all your arguments. Some of you were less persuasive than others, but I've made my decision. Heisenberg, the man's fate is in your hands. Mother Miranda, I must protest. Heisenberg is but a child, and his devotion to you is questionable. Give the mortal to me, and I will ensure he is ready. Shut your damn mouth! And don't be a sore loser! Go find your food somewhere else. Quiet now, child. Adults are talking. I'm the child. You're the one who's arguing with Miranda's decision. You wouldn't know responsibility if it was welded oh, to Oh, keep growing! One day your head might actually fit your ego! Fight! Hey, don't I get a say in this? Silence! My decision is final. Be no more of it. Remember from whence you came. Thank you. Huh. Lycans and gentlemen, we thank you for waiting. And now let the games begin. Let's see. Ethan Winters. Get ready. No! Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, showtime! Okay. Whee! Ah, Jesus Christ! That's right. Da war sie, Dimitrescu. Ich liebe sie. Tja, wenn Hände gebunden sind, dann müssen eben die Füße ran, ne? Very nice, Ethan. Ich kann auch hin. Nicht der schon wieder. No.
You're still alive? Impressive. Das ist schlecht. Leute, lass mich mal raus oder so. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Soll er weg Mod-Arbeit machen? War denn auch spaßig hier zu sein. Bis zum nächsten Mal, Herz. Modearbeit. Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ich sterbe jetzt. Oh, da ist sie wieder, der Links. The Four Lords of the Village. Jesus Christ! Will ich nochmal hier alles durchstehen, ey. Run for your life. Warum bin ich jetzt hier lang gerannt? Very nice, Ethan. Oh, da. Alter, jetzt ist mein Instinkt gefunden hier. My word. You truly are as strong as they say. Oh, you don't think I'd let you get away, do you? Hallo, machst du mal kaputt jetzt? Gotta keep Donna and Moreau entertained. So now it's time for the beautiful, blood-soaked grand finale. Nothing like fresh American ground beef. Jesus Christ! Run for your life! Very nice, Ethan! Shit! My word. You truly are as strong as they say. Oh, you don't think I'd let you get away, do you? Gotta keep Donna and Moreau entertained. So now it's time for the beautiful, blood-soaked grand finale. Ha ha ha! Nothing like Alter, keine Ahnung, was ich wieder tun muss hier. Jesus Christ! Ah, Jesus Christus. Run for your life! Very nice, Ethan! Nervt gerade so ein bisschen, dass ich einfach immer wieder alles neu spielen muss. My word. You truly are as strong as they say. Kann ich mich hier irgendwo verstecken oder so? Oder soll ich einfach mal durchrennen? Ich renne aber mal durch. Oh, you don't think I'd let you get away, do you? Gotta keep Donna and Moreau entertained. So now it's time for the beautiful, blood-soaked grand finale. Ha ha ha! Nothing like fresh American ground beef! Smart. Too close. Wait, do those freaks have Rose?
4 Grafen. Brrr, meine Güte. Okay. Ah, Ruhe. Flüssige 60 FPS. Ja, ich möchte mich aber immer entschuldigen, so ein bisschen. Zum einen natürlich für die Ruckler und das Aussehen an sich, aber vor allem dafür, dass ich die ganze Zeit das im Hinterkopf tatsächlich habe. Beim Spielen. Mir die ganze Zeit beim irgendwelchen Spielen denke, oh Gott, warum die ruckelt gerade nicht des Todes? Deswegen kann ich gerade das Spiel echt nicht so 100% genießen. Das ist leider ein bisschen doof. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sich das bis nächste Woche geregelt hat. Aber ja, jetzt gerade geht's ja. Ist ein bisschen nervig. Es ist leider, ne, deswegen. Konsolenspieler sind einfach doch bessere Menschen. Nee, aber es ist halt immer dieses Dilemma zwischen halt normal spielen und aufnehmen. Weil ich sehe das Spiel die ganze Zeit in absolut flüssigen 60 FPS, super geil. Aber sobald Aufnahme läuft, ist einfach, habe ich ständig irgendwelche Ruckler, die ich einfach nicht verstehe. So, manchmal. Das war genau wie bei 7, das habe ich auch einfach nicht gereilt. Du bist ein guter Mensch. Ach, ja. Das nervt mich doch. Jetzt kommen wir wieder raus, das heißt, jetzt fängst du wieder an zu ruckeln, ne? Jo. Hallo. Aber eigentlich ist doch nur der Gedanke, ich kann jetzt gerade eh nichts dran ändern. Das heißt, ich spiele jetzt einfach ganz normal und tue so, als wäre nichts. Und nächste Woche hoffentlich dann alles cool. I've been waiting for you, Mr. Winters. How do you know my name? Anyone who is anyone has heard of the likes of you. A hero searching for his daughter. Though I must say, that castle arouses suspicion. Yeah, and so do you. I am but a humble merchant. Here? Oh, forgive my manners. Call me the Duke. Now to business. Weapons, ammunition, healing salves, anything you desire, I can provide. Welcome, Ethan. I have something special today. Ach ja, schön. Warenwerkstatt Ankauf. Dann gehen wir doch erstmal in den Ankauf, würde ich sagen. Kristallfragment, ich denke mal. Das hat doch nur dafür einen Sinn, oder? Das ist wie bei. Bits and Bobs? I see. was? Hey. Achso, das ist die Waffe. Ich dachte gerade, hey. Lemi, ich habe gerade verwechselt. dachte gerade, ich könnte die das Geld verkaufen. Da war ich ein bisschen verwirrt. Na gut. Okay, I've procured some new items for you, Mr. Winters. Ah, ja. Wie viel Geld habe ich? 3700. Was bedeuten die Punkte da links? Also unter der Waffe quasi links. Da sind ja auch so Slots quasi. Ah ja, okay. Größerer, oh, 10.000. Herstellung Flintenmunition, Scharfschützenmunition. Minen. Samurai Edge, Alter. Okay. Das ist eine Wumme. Kostet auch nur 200? Das ist interessant. Waffenaccessoire Mr. Everywhere. Stimmt, das ist auch hier so ein Deluxe-Editions-Upgrade, glaube ich. Genau, Bonus aus dem Trauma-Paket. I hope this one makes itself useful. Neukunde. ja, rüstet aus. Yeah, das sieht ja fantastisch aus. Die Geräte zum Herstellen können sinnvoll sein. Natürlich das größte also Inventar. Ja. Ja, die Flintenmunition ist eigentlich echt nicht schlecht, ne? Soll ich das mal. Tafelmuni bringt mir eh noch nichts. Ja, komm, dann kaufe ich das mal, oder? Ja, komm. Die Wumme auch noch. Ja, nee, die Wumme lasse ich erstmal. Pay me no mind. Thank you for your patronage.
Okay. Der Junge ist auf jeden Fall ein bisschen umfangreicher. Wollte ich mal so in den Raum werfen, falls ihr nicht gemerkt habt. Wie schnell aber die Waffe wechselt, so. Gefühlt ist die Hand noch am anderen, an der anderen Waffe. Schade, die nächste in der Hand. Mit dem schönen Bommel da vorne dran. Falsch, richtig. Oh, ich habe jetzt schon fast keine Slots mehr. Flinten-Uschi-Munition, okay. Brauche ich noch rostige Reste. Ich freue mich immer, wenn wir in ein Haus reinkommen. Das bedeutet nämlich, gleich hören die Ruckler auf. Ruckler. Einfach nur die Legs. Schloss Dimitrescu. Hört wohl doch nicht auf. Could Rose be here? Ich weiß nicht, Ethan. Schön, dass ich es auch einfach so kaputt prügeln kann. Das ist nett. 5. Januar, Rednick-Lieferung. Eins Mann, drei Frauen. 8. Januar, Miranda, Treffen mit Lady Dimitrescu. 1. Februar, The Duke, Geschäftsgespräch. Der Duke, der nicht der Dude ist. 3 Töchter, Bella, Cassandra und Daniela. Mittelalterliche Kunst. Was wollte ich gerade sagen, ne? Weiß ich nicht mehr. Dass ich nicht mehr ein Messer auspacken muss, wollte ich sagen, genau. 500 Geld nehme ich gerne. Nichts passiert, das nehme ich auch gerne. Dann gehen wir halt mal in die Türe rein. Voll hell. Mehr Geld. Mehr Weißeis. Quick. Das erinnert mich doch an eine gewisse Eingangszahl einer bekannten Villa. Oha. Oha. Okay. Family-Foto. Okay. Das ist cool. Das sieht mir fast schon so nach so einem Speicherraum aus. Nordsteins Labyrinthe. Nordstein, ein Handwerker des späten 19. Jahrhunderts, wurde in seinem Heimatland als Ketzer gebrandmarkt. Und wanderte umher, bis er sich in einem abgelegenen Dorf niederließ. Dort schuf er 4 Kugellabyrinthe. Das Schloss, das Haus auf dem Hügel, das Wasserrad und den eisernen Turm. Kurz nach ihrer Fertigstellung hielt er sich eine Waffe an die Schläfe und nahm sich das Leben. Jedes Labyrinth ist einzigartig und funktioniert nur mit der jeweiligen speziell eingefertigten Metallkugel. Die Labyrinthe enthalten kristalline Überreste, bei denen es sich um die menschlichen Überbleibsel von Nordsteins vielgeliebten Frauen handeln soll. Die Labyrinthe sind ihre Gräber. Okay, das heißt, das werden wir auch wahrscheinlich noch erkunden, erforschen, erfahren. Komm mal nicht hoch. Kante des Todes hier einfach an der Stelle. Keine Chance. Kling, kling, wie in so einer Kasse, ey. Sagt die Uhr? Ja. Gleich rum, aber ein bisschen haben wir noch. Also von da kam ich, da war ich. Ja, das wird der Haupteingang sein. Die kann ich eh nicht raus wahrscheinlich. Kann ich was lesen? Finde der 4 enge Antlitz. Ja, danke. Looking for Rose. Man blood. Ha 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 ha!
Mother, I bring you fresh prey. You are so kind to me, daughters. Now, let's take a look at him. Well, Ethan Winters. You escaped my little brother's idiot games, did you? Let's see how special you are. Yes, Mother. Yes, Mother. Starting to go a little stale. Then let's devour his man flesh quickly, Mother. But I am the one who captured him. Now, daughters. First, I must inform Mother Miranda. But later, well, there will be enough for everyone. Udama! Hey, wait. Oh, be careful what you wish for, Ethan Winters. Wait, what are you doing? Okay, wie wir wieder runterkommen, das erfahren wir in der nächsten Folge. Tschüss.